Tachchen, also erstmal einen wunderschönen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ja, und alles Weitere nach dem Intro. Ja, das hier wird eine neue Hörbuchrezension über das Hörbuch Säkulum von, lasst mich kurz überlegen, genau, Ursula Poznanski. Oder Poznanski, 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 wie auch immer. Ja, es ist im Grunde genommen ein zweiteiliges Schwert. Also es spielt in der heutigen Zeit, das schon, aber das um ein Mittelalter Cosplay. Ja, eine Mittelalter Cosplay. Wie heißt es? Rollenspielgruppe geht. Und die das Time-In machen, sprich. Im Grunde genommen sich dann innerhalb des Buches ins 14. Jahrhundert zurückversetzen. Oh, scheiße, jetzt habe ich schon gespoilert. Ah, verdammt. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es so, dass man auch gut sagen könnte, es spielt auf zwei Ebenen. Das Buch. Es ist wirklich sehr gut. Also, ich habe es auch nicht bei Audible. Das ist mit eins der wenigen Hörbücher, die ich nicht bei Audible gekauft habe. Das habe ich irgendwann zu Weihnachten oder Nikolaus oder so geschenkt gekriegt. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Im Grunde genommen wird da auch so ein bisschen die Problematik mit ehelichen und unehelichen Kindern und Halbgeschwistern etc. pp. Und nicht gewollte Kinder aufgegriffen. Das ist aber eigentlich hintergründig. Und jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Mann, das will ich doch eigentlich alles gar nicht. Auf jeden Fall, ja, geht es dann auch noch um eine Liebesgeschichte. Die aber nicht ganz so ist, wie sich das alles so, naja. Also es gibt mehrere Handlungsstränge. Einmal die Geschichte mit dieser ganzen unehelichen, ungewollten Kindergeschichte. Dann die Liebesgeschichte. Nun ja, und im Zentrum dieser zwei Handlungsstränge steht Bastian. Und der ist im Grunde genommen auch der Hauptprotagonist. Anfangs ist er halt verkappter Student der Medizin. Und ja, die Figur entwickelt sich im Laufe des Buches, finde ich zumindest. Nun ja, und was soll ich sagen?
Es ist im Grunde genommen ein sehr spannendes Buch. Es gibt nämlich noch einen dritten Handlungsstrang, aber wenn ich den jetzt schilder, der ist. Also, das auf mehreren Ebenen mehrere Geschichten gibt, ist das ziemlich schwierig. Also, teilweise ist es kein Buch, was man mal so zwischendurch nebenher hört. Ja, aber ansonsten, es ist ein sehr gutes Buch. Es hat, glaube ich, 5 oder 6 CDs, sprich knapp 6,5 Stunden Hörzeit. Ja, ungefähr. 6,5, 7 Stunden Hörzeit. Ja. Jawohl, das war's auch schon wieder mit diesem schönen Video. Und dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, ja, Kuckuck, dass euch ein Daumen hoch das auch wert ist. Und ja. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und tschüss.